Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 105, dritte Lesung, des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung, Drucksache 19/6473 zu Drucksache 19/6434 zu Drucksache 19/5839. Dazu rufe ich auf den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und der FDP mit der Drucksache 19/6480 zur Berichterstattung über den Gesetzentwurf. Erteile ich das Wort Frau Kollegin Goldbach. Frau Goldbach, jeder Gesetzentwurf bedarf einer Berichterstattung. Klar. Die Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 19/6434, Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr Selbstverwaltung. Ich lese Ihnen die Beschlussempfehlung des Innenausschusses vor. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und LINKEN, den Gesetzentwurf in dritter Lesung in der Fassung der zweiten Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Ich mache das jetzt so rum, die erste Wortmeldung. Herr Bauer für die CDU-Fraktion, bitte. Dann kannst du direkt die Grünen und die Linken zu nehmen. Wobei, du schaust erst an den Antrag. Ja, gut, aber ich muss erst an den, wenn er die Antragsteller hat. Ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten einen Gesetzentwurf der FDP, der durch einen gemeinsamen Änderungsantrag von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP ergänzt, erweitert und verbessert worden ist. Ich werbe darum, auch in dritter Lesung diesem Gesetzesvorhaben zuzustimmen, damit wir am Abend des heutigen Tages noch einmal ein gutes Gesetz verabschieden können. Das ist mein Anliegen. In der Tat haben wir zu diesem guten Gesetz verschiedenste Maßnahmen in ein Maßnahmenpaket gepackt, was zur Verbesserung der Situation vor Ort führt. Bei dem großen Thema Straßenbaubeiträge, das uns ja ausführlich in dieser Woche beschäftigt hat. Ich denke noch einmal, dass es wichtig ist, dass wir hervorheben, dass unsere Änderungen bereits zum Sommer 2018 in Kraft treten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir es heute hier beschließen, denn diese Maßnahmen greifen dann auch bei den Bürgerinnen und Bürgern und führen zu zahlreichen Verbesserungen. Alle anderen Gesetzentwürfe hätten ein Inkrafttreten zum 01.01.2019, sodass die Beschwerden und die Probleme, die es durchaus im Land auch gibt, überhaupt nicht gelöst werden würden mit den Vorschlägen, die alternativ hier zur Debatte standen. Unser Maßnahmenpaket sieht vor, dass wir die Kommunen entscheiden lassen, ob sie Straßenbeiträge erheben wollen. Wir stärken die kommunale Selbstverwaltung. Wir machen das guten Gewissens, weil vor Ort selbst die Betroffenen entscheiden können, ob und in welcher Form sie Gebühren erheben wollen. Wir machen die Betroffenen zu Beteiligten. Und dementsprechend wird diese Sollregelung entsprechend auch aufgehoben und zur Kannregelung geändert. Damit wird der Rechtszustand, das will ich noch einmal deutlich hervorheben, des Jahres 2013 im KAG wiederhergestellt. Es gibt demnach keinen Zwang mehr zur Erhebung von Straßenbeiträgen, auch bei Kommunen, die einen defizitären Haushalt haben. Meine Damen und Herren, wir haben ja verschiedenste Wege, wie Straßenausbaubeiträge finanziert werden können. Dazu gehört auch die Aufnahme von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Wir wollen hier Verbesserungen schaffen, dass das eingeführt wird. Wir fördern die Umstellung mit einer entsprechenden Kostenpauschale von 5 € pro Einwohner und von 20.000 € mindestens pro Abrechnungsgebiet. Und damit das Ganze auch finanziell abgedeckt werden kann, nehmen wir natürlich den Hinweis auf von Herrn Schmidt, dass wir ein gesetzeskonformes Gesetzespaket verabschieden wollen. Und deshalb verweise ich auf den Änderungsantrag Drucksache 19/6480. Er sieht eine Ergänzung vor in Artikel 3, § 2 Absatz 2, dass durch die in § 1 bedingten Mehrausgaben von bis zu 5 Millionen € im Jahr 2019 durch Einsparungen im Kapitel 1701 bei Titel 575.01, das sind Zinsen für Anleihen, Landesschatzanweisungen und Schuldscheindarlehen, gedeckt werden soll. Das ist ein wichtiger Hinweis, damit wir auch die entsprechenden Deckungsbeiträge leisten können. Für Personen, die jetzt schon Beiträge
haben und zahlen müssen, schaffen wir auch Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist eine Verbesserung bei den Zahlungsabläufen. Wir verlängern die Möglichkeiten, Raten zu zahlen, von 5 bis auf 20 Jahre. Und wir vermindern den Zinssatz zur Verzinsung der Restschuld um 2 Prozentpunkte. Das sind alles Maßnahmen, die realistisch ein System verbessern, das sich über Jahrzehnte bewährt hat. Und dementsprechend werbe ich auch zu dieser späten Stunde noch einmal, dieses vernünftige Maßnahmenpaket zu beschließen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Herr Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort. Das wird nicht so sein, Herr Blechschmidt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt haben wir drei Debatten in dieser Plenarwoche zu den Straßenausbaubeiträgen geführt. Das ist jetzt die vierte. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass immer noch nicht alle überzeugt sind von der Abschaffung der Straßenbeiträge. Deswegen unternehme ich einen weiteren Versuch, sozusagen mit aktuellen Dokumenten. Ich habe mich jetzt das müssen Sie wirklich anerkennen. Ich habe mich in vier Sitzungen immer wieder mit neuen Aspekten sozusagen in die Diskussion geworfen. Das werde ich jetzt an dieser Stelle auch tun, ja, um Sie tatsächlich noch umzustimmen, abzubringen von dem Irrweg, sozusagen, den Sie gerade gemeinsam hier als Jamaika-Zweckbündnis beschreiten wollen. Erster Punkt. Es gibt einen offenen Brief an die CDU, die GRÜNEN und die FDP vom 18. Mai dieses Jahres, der von der AG Hessischer Bürgerinitiativen Beitragsfreies Hessen stammt. Und daraus will ich kurz zitieren. Der heißt Fünf-Punkte-Paket zur Anpassung der Straßenbeiträge. Das ist ja Ihr Gesetzentwurf jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir, die Unterzeichnerinnen, wurden von Ausschussvorsitzenden des Innenausschusses zu den Gesetzentwürfen Straßenbeiträge um Stellungnahme gebeten. Bei der Anhörung am 12. April haben wir diese mündlich erläutert. Nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen, sondern auch die überwiegende Zahl der geladenen Bürgermeister, Rechtswissenschaftler und Vertreter von Verbänden sprachen sich für die Abschaffung der Straßenbeiträge aus, bei gleichzeitiger Kompensation der Einnahmeausfälle in den Kommunen durch ca. 40 bis 50 Millionen € jährlich aus originären Landesmitteln. Mit Befremden sehen wir, dass im Innenausschuss am 9. Mai eine Beschlussempfehlung an den Landtag entstand, welche die Ergebnisse der Anhörung völlig konterkariert. Dem stimme ich zu. Ich war dabei. Rückkehr zur Kannregelung und kommunale Selbstverwaltung wird nicht funktionieren. An der anderen Stelle, die Förderung der wiederkehrenden Straßenbeiträge ist Subventionsprogramm, Aufblähung der Verwaltung und Steuergeldverschwendung. Eine weitere Überschrift, die Ratenzahlung über 20 Jahre, ist eine Festschreibung der Ungerechtigkeiten und keinerlei Lösung von Plausibilitäten. Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, sind noch ein paar Bürgermeister dabei, fordern, dass die Straßenbeiträge aus dem Hessischen Kommunalabgabengesetz und aus der Hessischen Gemeindeordnung gestrichen werden. Die Einnahmeausfälle sind den Kommunen in geeigneter Form aus Landesmitteln zu erstatten. Soweit die Bürgerinitiativen. Dem kann ich nur zustimmen. In einem Artikel im Darmstädter Echo von gestern wird beschrieben, sehr anschaulich, was die wiederkehrenden Straßenbeiträge tatsächlich bedeuten. Ich darf zitieren. Funkstadt. Die wiederkehrenden Straßenbeiträge haben Auswirkungen, mit denen kaum einer gerechnet hat. So werden nun auch gemeinnützige Vereine zur Kasse gebeten, die in den Abrechnungsgebieten mit ihren Plätzen, Hallen und Vereinsheimen liegen. Für die Vereine ist dies zum Teil existenzbedrohend. Und an anderer Stelle heißt es, Zitat, so müssen pro Jahr z.B. der FTG Pfungstadt 5.180 €, der Reit- und Fahrverein Pfungstadt 3.846 €, der VDH rund 2.700 € und der TAS 1.100 € zahlen. Mit 22.240 € liegt in diesem Ranking der TSV Pfungstadt an der Spitze.
Insgesamt haben die Funkstätter-Vereine mit eigenem Gelände dabei rund 36.000 € für 2017 zu zahlen, mit Aussicht, dass diese Summe sich jährlich wiederkehrend belastet wird. Ich mache an der Stelle mal Schluss, so, weil sonst rennt mir die Zeit fort. Und dann will ich noch zu Ihrem heute erst eingereichten Änderungsantrag Stellung nehmen. Also erstens mal, Sie müssen ja uns sehr dankbar sein und eigentlich die Füße küssen, dass wir eine dritte Lesung beantragt hätten. Sonst hätten Sie ein, falsches Gesetz beschlossen. Das hätte nicht in Kraft treten können. Also, da erwarte ich was. Da erwarte ich was von Seiten des Jamaika-Zweckbündnisses. So, nun sage ich was. Nun will ich mal Stellung nehmen. Nee, Herr Bauer, nun hören Sie mir mal zu. Können wir nachher diskutieren. Sie sagen, dass Sie 2,5 Millionen € pro Jahr für, Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich komme zum Schluss. Für Ihr Bürokratieförderungsprogramm, nämlich die wiederkehrenden Straßenbeiträge, hier beschließen wollen. Es ist schade, ich hätte Ihnen gerne ein Beispiel der Kommune Weilroth gemacht mit den entsprechenden Zahlen. Da kommen die nämlich überhaupt nicht klar. Ich kann nur sagen, also, dass Sie das jetzt nachgeschoben haben, ist schlimm genug und zeichnet Sie nicht aus. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass die Straßenbeiträge abgeschafft werden. Und das können wir ja in der nächsten Plenarrunde diskutieren und dann natürlich auch noch einmal neu beschließen. Vielen Dank. Für die SPD hat das Wort Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erstens. Das Maßnahmenpaket von CDU, GRÜNEN, FDP wird den Bürgerinnen und Bürger nicht um 1 € entlasten. Deswegen lehnen wir es ab. Zweitens. Der Änderungsantrag zur Finanzierung, Herr Kollege Schaus, das mit dem Dankbar müssen Sie gar nicht so machen. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil Schwarz-Grün macht ja keine Fehler. Insofern, das haben Sie vergessen. Das ist dann irgendwie ist das noch hervorgekommen, dass man, wenn man Geld ausgibt, Deckungsvorschläge nicht nur von der Opposition verlangt, sondern irgendwie auch möglicherweise selber machen muss. Und deswegen würde ich das nicht so ernst nehmen. Da ich noch Redezeit habe und sie auch nutzen werde, meine Damen und Herren, will ich etwas sagen. Wir haben ja einen Gesetzentwurf eingebracht, der hat Mehrausgaben. 60 Millionen € haben wir drin vorgesehen. Da haben Sie zu Recht die Frage gestellt, wie wird er finanziert? Kam von den GRÜNEN, macht das auf die 3 Milliarden € drauf, fällt da nicht so auf. Frau Kollegin Hammer nickt auch. Und gestern hat der Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN, Herr Wagner, hier die GRÜNEN am Märchen in der 34. Version dargelegt. Die SPD würde im Landtag Ausgaben fordern für 3 Milliarden €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war nicht nah an der Wahrheit. Das war Lichtjahre von der Wahrheit entfernt. Und das sind grüne Märchen. Grüne Märchen. Erste These. Ich mache das beispielhaft. Die SPD will 1 Milliarde € mehr für die Kommunen. Richtig ist, wir wollen die Pflichtaufgaben der Kommunen zu 100 % finanziert haben, die Freiwilligleistungen aber nur zu 33 % anerkennen. Das würde rund 150, 160 Millionen € kosten. Wenn wir dann noch ein Investitionsprogramm auflegen von rund 100 Millionen €, haben wir schon einmal 750 Millionen € virtuell gespart. Die SPD will, wie der Herr Bocklet, der Experte in Finanz- und Sozialfragen, behauptet, 1,3 Milliarden € mehr für Kinderbetreuung ausgeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was wir vor einigen Monaten gesagt haben, dass wir Kita-frei, krippenfrei machen bis 2022, hätte 720 Millionen € gekostet. Nach dem von Ihnen verabschiedeten Gesetz können wir 200 Millionen € abziehen, weil die finanziert sind, bleiben übrig rund 500 Millionen €. GRÜNE haben behauptet, wieder besseres Wissen und gegen die Wahrheit. Die SPD will für Wohnungsbau 500 Millionen € mehr ausgeben. Wir haben für den Doppelhaushalt 40 Millionen €. Ich komme, wenn ich das alles addiere, schon auf fast 2 Milliarden €. Ich könnte das weiter durchdeklinieren für die 3 Milliarden €. Dann sollten die GRÜNEN, wenn sie schon immer die Moralinsäure versprühen, wenigstens den Anschein wahren, dass sie irgendwo nah an der Wahrheit sind. Ihre Zahlen sind falsch, absurd, diffamierend. Sparen Sie sich das. Sparen Sie sich das. Weil, Herr Frömmrich, Sie sind ja die Finanzexperte,
und der Experte für Seriosität. Nein, wenn Sie keine Argumente mehr haben, dann müssen Sie versuchen, mit falschen Zahlen hier den politischen Mitbewerber zu diskreditieren. Unsere 60 Millionen € sind genauso seriös finanziert wie Ihre 5 Millionen € wie viele andere Millionen, nämlich Steuergelder, die uns zur Verfügung stehen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hätten das Geld, um die Bürgerinnen und Bürger beim Thema Straßenausbaubeiträge zu entlasten. Sie hätten das Geld wie andere auch. Sie wollen es nicht. Und deswegen ist das Maßnahmenpaket nichts, was den Bürgern hilft. Es führt ins Leere. Das taugt nichts. Und deswegen lehnen wir es ab. Ich freue mich auf die Debatte beim nächsten Plenum. Ich freue mich auf eine Debatte im August. Ich freue mich auf eine Debatte im September. Das Thema wird Sie weiterverfolgen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich beabsichtige jetzt zum vierten Mal in diesem Plenum ernsthaft über dieses Thema zu sprechen, weil es ist ein wichtiges Thema. Ich möchte zwei Punkte ansprechen, einmal den Inhalt des Gesetzentwurfs von FDP mit Änderungsanträgen von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU und FDP und zum Verfahren, zum Gesetzentwurf. Es gab verschiedene Anregungen und Kritik an der bisher bestehenden Regelung zu Straßenbeiträgen. Eine Kritik war, Erhebung von Straßenbeiträgen konnte von der Kommunalaufsicht verlangt werden, also ein Zwang zur Erhebung bei defizitärer Haushaltslage. Das haben wir gelöst, nämlich den Zwang abgeschafft. Nächster Punkt. Die Bürgermeister haben uns gesagt, die Umstellung von einmaligen auf wiederkehrende Straßenbeiträge sei grundsätzlich eine gute Lösung, aber zu teuer. Deswegen haben wir mit einem Ausgleichsgesetz eine finanzielle Unterstützung der Kommunen geschaffen und damit das Problem gelöst. Nächster Punkt. Die einmalig hohen Beträge, die die Leistungsfähigkeit der Anleger übersteigt, lösen wir, indem wir ihnen eine viel längere Zahlungsdauer ermöglichen, von bisher nur 5 Jahren auf in Zukunft 20 Jahre Ratenzahlungsdauer bei deutlich niedrigeren Zinssätzen. Also die Belastungen der Anleger werden gestreckt und damit deutlich gesenkt. Weiterhin gab es einen Vorrang der Finanzierung durch Beiträge und Gebühren in der HGO vor Steuern. Es gibt aber auch Kommunen, die haben uns gesagt, wie z. B. die Gemeinde Rödermark, die haben schon immer bisher über eine Erhöhung der Grundsteuer solche Ausgaben zur Straßen- und grundhaften Sanierung von Straßen finanziert. Das können die jetzt auch weitermachen. Das heißt, diese Entscheidung, wie, woraus werden die Sanierungskosten bezahlt, finanziert in der Kommune, in der Gemeinde, diese Entscheidung treffen vollständig die Kommunen. Das heißt, wir haben den Kommunen in allen Bereichen Entscheidungsspielräume geschaffen und haben auf das gehört, was sie uns gesagt haben. Noch einmal ganz kurz, man kann hier vieles zitieren, aber ich möchte doch noch einmal ganz deutlich sagen, nicht die kommunalen Spitzenverbände, die haben wir hier schon mehrmals zitiert, die haben gesagt, wir wollen sie behalten, aber die Versammlung der parteiunabhängigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sich mit Herrn Schäfer-Gümbel und Herrn Rudolph zusammengesetzt haben, haben deutlich gesagt, dass sie von der Abschaffung der Straßenbeiträge nichts halten. Punkt. Und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Das war zum Inhalt unseres Gesetzentwurfs. Jetzt zum Verfahren. Herr Rudolph, Sie sagten irgendwie, die Regierungsfraktionen könnten ja auch einmal auf die Opposition hören. Ich glaube, die FDP ist auch in der Opposition. Wir haben auf Sie gehört und haben uns Ihrem Gesetzentwurf angeschlossen. Das können wir, das machen wir auch, wenn es inhaltlich passt. Es wäre Ihnen freigestellt geblieben, sich ebenfalls anzuschließen und diesen Gesetzentwurf zu unterstützen oder selbst dazu eigene Änderungsanträge zu stellen. Das haben Sie nicht gemacht. Das ist in Ordnung. Ich möchte weiterhin zum Verfahren der SPD noch einmal ausdrücklich danken.
Ich möchte Ihnen danken dafür, dass Sie uns den Hinweis gegeben haben, dass noch eine Finanzierung in unserem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag fehlte. Das ist völlig richtig. Das haben wir heute mit einem Änderungsantrag, Entschuldigung, nachgeliefert. Prima. Und damit haben auch Sie noch zum Gelingen dieses Gesetzentwurfs von FDP, CDU und GRÜNEN beigetragen. Das finde ich wunderbar. Dann sind wir uns ja doch alle einig und können heute diesen Gesetzentwurf verabschieden. Danke sehr. Das Wort hat Herr Dr. Hahn für die FDP-Fraktion. Ja, aber nicht mehr in diesem Plenum. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja den schönen Satz, es ist alles gesagt, auch von mir. Das ist das Neue. Wir haben darüber so häufig in den letzten Tagen diskutiert. Wir haben im Ausschüssen darüber gesprochen, sodass ich jetzt wirklich nicht noch einmal den 16. oder 17. Aufguss geben möchte. Ich will aber noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht okay ist, ich übernehme gerne das Wort meines Fraktionskollegen, wenn hier immer wieder gesagt wird, dass die Lösung, die die FDP vorgeschlagen und die in Verfeinerungen von Schwarz und von Grün mitübernommen worden ist, anders als der Vorschlag der SPD die Bürger nicht entlastet. Herr Rudolph, Sie sagen die Unwahrheit. Ich will jetzt nicht mehr gerügt werden. Sie sagen die Unwahrheit. Es ist immer das Geld der Bürger, was ausgegeben wird. Kein einziger Millimeter Grundsanierung wird von keinem anderen außer dem Bürger aufgenommen. Und Sie können ja auch Ihre Plakate so schreiben. Ich glaube, dass Sie das hat eigentlich jemand mit Ihnen gerade gesprochen. Ich rede gerade mit dem Kollegen Rudolph. Wenn Sie können ja Plakate drucken, und ich habe so eine Ahnung, was Sie da alles vorhaben. Man hört Sie auch schon so ein bisschen aus den entsprechenden Gerüchteküssen. Sie können sicher sein, dass wir das alle konterkarieren. Ja, die Frage ist, welcher Bürger was bezahlt, aber nicht, dass ein Bürger es nicht bezahlt. Und lieber Herr Schaus, Sie haben ja vorhin gefragt, was wir Ihnen anbieten dafür, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, dass es klüger ist, noch etwas zu dem Thema der Finanzen zu sagen. Der Änderungsantrag ist eingebracht. Lesen Sie nachher mal, jetzt nicht, weil Sie sind ein bisschen aufgeregt. Lesen Sie mal morgen und übermorgen, was Sie hier gesagt haben. Genau das haben Sie gesagt. Und ich wollte persönlicherweise sagen, auf Ihre Frage hin, was bekomme ich dafür? Die FDP-Fraktion lädt Sie jetzt ein. Wir machen regelmäßig nach Abschluss des Plenums einen Umtrunk. Da gibt es eine Frikadelle und da gibt es eine Weißweinschorle. Vielen herzlichen Dank. Peter. Du. Augenblick mal, ein bisschen Ruhe einkehren. Die Sitzung ist noch nicht beendet, meine Damen und Herren. Das Wort hat Herr Innenminister Beuth. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da hat die Debatte doch noch eine überraschende Wendung genommen. Wir freuen uns auf die Einladung der FDP an jedem Donnerstag. Meine Damen und Herren, die kommunale Selbstverwaltung wird durch den Gesetzentwurf, die Änderungen, die hier vorgeschlagen sind, gestärkt. Das ist auch ermöglicht worden durch eine ordentliche und gute Konsolidierung der kommunalen Haushalte in den letzten Jahren. Das habe ich hier am Dienstag bei der ersten Debatte, die wir von Vieren hierzu geführt haben, bereits dargestellt. Die kommunale Konsolidierung war erfolgreich. Wir haben seitens der Hessischen Landesregierung darauf hingewirkt. Wir haben erhebliche Beiträge im Milliardenumfang dazu geleistet. Deswegen ist es möglich, dass wir den Kommunen hier ermöglichen können, Straßenausbaubeiträge zu nehmen, so wie sie es vor Ort für richtig und vernünftig halten. Für die Entlastung der Beitragszahler haben wir die Streckung der Beitragszahlung. Wir haben bei der Verzinsung etwas gemacht. Die Einführung der wiederkehrenden Beiträge werden wir für die Kommunen in der Umstellung unterstützen.
Wir haben durch die Veränderung, wir haben darüber diskutiert, Herr Kollege Warnecke, beim funktionalen Zusammenhang Erleichterungen geschaffen. Die Finanzierung ist ebenfalls durch den Änderungsantrag geklärt. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn es hier in drei Debatten bestritten wird, hier scheut niemand die Diskussion zu den Straßenbeiträgen. Das Einzige, was wir scheuen, ist Ineffizienz, weil viermal darüber zu reden, wäre nicht unbedingt zwingend erforderlich gewesen. Aber das ist Aufgabe des Parlaments, ist Aufgabe des Parlaments, das zu entscheiden. Zuletzt ist die Debatte mit dieser dann erfolgreich, wenn das Gesetz gleich verabschiedet wird. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegt jetzt keine Wortmeldung mehr vor. Lassen Sie uns nun die Abstimmung eintreten. Ich darf zunächst abstimmen lassen über den Änderungsantrag der auch die Regierungsbank der Vertreter. Sonst werde ich Sie ermahnen. Änderungsantrag der Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der FDP mit Drucksache 19/6480. Wer kann dem zustimmen? Danke schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass mit Zustimmung der Fraktionen von CDU, FDP und GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der SPD und Ablehnung der Fraktion DIE LINKE und Frau Öztürk dieser Antrag angenommen worden ist. Damit ergibt sich nun ein geändertes Gesetz. Wer nun dem Gesetzentwurf in der jetzt geänderten Fassung zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Danke schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung von CDU, FDP und GRÜNEN und bei Ablehnung von LINKEN und SPD der Gesetzentwurf angenommen ist und damit zum Gesetz erhoben wird. Meine Damen und Herren, ich will die Tagesordnung nun vollenden. Ich weise, ich sage Ihnen nun das, was vereinbart ist. Die Tagesordnung. Die Tagesordnungspunkte 33, 34, 35, 36, 37, nächstes Plenum, 38 in den Haushaltsausschuss überwiesen, 40 INA, 41 ULA, 42, nächstes Plenum, 43. Herr Kollege. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil Sie haben jetzt vorgelesen, welcher Ausschuss zuständig wäre, Herr Präsident. Aber damit ist jetzt noch nicht die Ausschussüberweisung verbunden. Das müssten dann die Antragsteller sagen. Ich habe für die SPD zwar Ausschussüberweisung gemacht, aber beispielsweise nicht für den Antrag 41. Aber ich habe verstanden. Dann stelle ich nur fest, dass der 45 in den EuA geht. Alle anderen auf diese Seite und der 49 geht in den INA. Das wurde mir mitgeteilt. Herr Lenders? Bitte? Dann würde ich es anders sagen. Okay. Also abschließend der 45 in den EuA, abschließend der 49 in den INA, die anderen auf diesen Seiten von der Anträge gehen ins nächste Plenum. Dann habe ich den Entschuldigung, Herr Frömmrich, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Den Tagesordnungspunkt 53 hätten wir gerne überwiesen zur abschließenden Beratung in den KPA. Herr Kollege, ich auf beiden Seiten habe ich das umgeschlagen. Siehe da, da ist der 53. Und jetzt stelle ich fest, dass alle Anträge von 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 ins nächste Plenum gehen. Und der 53 geht abschließend in den KPA. Dankeschön. Abschließend in den KPA geht der 60, 59, 62. Ist hier noch. Beteiligt Sie ja. Okay. Dann, das ist aber so schwach gedruckt. Entschuldigung, bitte. 62 in den nächsten Plenum, 63, 64, 65, 66 ins nächste Plenum. Der 68 geht in den Rechtsausschuss, beteiligt den SIA. Und 93 geht in das nächste Plenum. Noch was?
Dann bedanke ich mich für Ihre Beteiligung und wünsche einen schönen Hessentag. Wir sehen uns alle in Korbach wieder. Wunderbar. Macht's gut. Tschüss. Und x-mal gesagt worden, dass das hier Tag pro Tag da. 501, der Sozialpolitische Ausschuss.